Wir Deutschen lieben Mallorca. 2,1 Millionen Deutsche landeten 2021 auf der Baleareninsel. Damit sind wir Spitzenreiter noch vor den Spaniern. Mallorca bietet eine atemberaubend schöne Natur, mildes Klima, lange Sandstrände und zahlreiche Flugverbindungen bringen einen schnell und günstig aus dem kalten, grauen Deutschland dorthin. Nun, auch andere spanische Inseln wie Ibiza oder Teneriffa können mit all dem aufbieten. Aber Malle, wie wir die Insel liebevoll nennen, ist und bleibt der ultimative Sehnsuchtsort. Am Ballermann 6, einer Verballhornung des spanischen Wortes Balneario Número 6, auf Deutsch Badeort Nummer 6, nahe der Inselhauptstadt Palma de Mallorca, fühlen wir uns zu Hause. Der Ballermann ist der Ort, an dem man sich ohne Rücksicht auf Verluste mit Shots zuballert und mit Sangria-Eimern abschießt. Hauptsache, es knallt. In diesem Zustand kommt man bekanntlich auf die besten Ideen und daher haben wir sogar eine eigene Musikrichtung für diesen Ort erschaffen, die Ballermann-Hits, Partyschlager, die sich den wirklich wichtigen Dingen des Lebens widmen. Mit dem Arsch in der Sonne und einer Büchse in der Hand, nem Eimer auf dem Kopf, liegen wir am Strand. Ich bin der König von Mallorca. Wir sind die selbsterklärten Könige von Mallorca. Anfang der 90er Jahre schlug der CSU-Politiker Dionys Jobst sogar vor, Mallorca den Spaniern abzukaufen und zum 17. Bundesland zu machen. Was macht die Insel für uns Deutsche so besonders? Zum einen hat Mallorca es uns leicht gemacht. Schon 1905 gründete sich hier einer der weltweit ersten Fremdenverkehrsverbände, der Fomento de Turismo. Die Mallorquiner setzen früh auf Tourismus, um die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Insel anzukurbeln. In den 1960er Jahren boomt das Geschäft dank Pauschalreisen. 14 Tage Mallorca für 338 D-Mark, Flughotel, Vollpension inklusive. Und bald beschließen die ersten deutschen Touristen, sich auf der Insel niederzulassen. Unter ihnen Bernd Nieswand und Erwin Bornscheuer, die am 14. Juni 1971 die erste Diskothek Mallorcas eröffnen, das Karussell, und Horst Abel, der als Metzger erst Strandimbissbuden und dann eine Wurstwarenfabrik eröffnet. Ein Leben ohne deutsche Bratwurst und Frikadellen ist für ihn unvorstellbar. Damit ist er nicht allein und die Geschäftsidee macht ihn zum Multimillionär. Die Grundsteine für Partytourismus und das Heimatgefühl fernab Deutschlands sind gelegt. Doch weit weniger bekannt ist, dass diese Pioniere sich bereits auf den Spuren anderer Deutscher befinden, die aus weniger freien Stücken nach Mallorca kamen. Anfang der 1930er Jahre treibt Hitlers Aufstieg Juden und Oppositionelle ins Exil. Viele von ihnen sind Künstler oder Intellektuelle. Spanien hat sich gerade aus der Militärdiktatur des Generals Miguel Primo de Rivera befreit und versucht, sich mit der Zweiten Republik zu einem modernen und gerechten Staat zu entwickeln. Palma de Mallorca empfängt Touristen und Auswanderer auch damals schon mit offenen Armen und es gibt dort bereits eine kleine deutsche Gemeinde mit eigener Schule und Zeitung. Abseits der Städte scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Man lebt von Landwirtschaft und Fischfang, Unterkünfte sind erschwinglich. So wird das kleine Fischerdorf Cala Rajada am östlichsten Zipfel der Insel zu einem Zufluchtsort für die Exilanten, die Deutschland fluchtartig verlassen mussten und mittellos auf der Insel landen. Die neuen Bewohner passen sich an, gründen Unternehmen, organisieren kulturelle Veranstaltungen und beleben so den kleinen Ort. Cala Rajada wird zu einer Kolonie intellektueller und künstlerischer Freigeister. Doch die Idylle ist trügerisch und von kurzer Dauer. Die NSDAP, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, gründet bereits 1932, noch bevor Hitler Reichskanzler wird, einen Ableger in Palma de Mallorca. Als der spanische Bürgerkrieg im Juli 1936 ausbricht, unterstützen die deutschen Nationalsozialisten die faschistischen Putschisten um den General Francisco Franco und die Exilanten müssen erneut flüchten, um nicht nach Deutschland in den sicheren Tod ausgeliefert zu werden oder in spanischen Arbeitslagern zu landen. Aber was soll's? Heute fließt in Cala Rajada die Sangria in Strömen, Touristen torkeln auf der Strandpromenade und grölen Schlager.
Wen interessieren da schon diese alten Geschichten?